Jo Leute, da bin ich wieder. Wie ihr wohl mitbekommen habt, bin ich gerade momentan so ein bisschen mit dem Übernatürlichen beschäftigt. Keine Sorge, ich habe jetzt, sagen wir mal, nicht geplant, dass meine zukünftigen Videos sich ständig um dieses Thema drehen. Aber dennoch möchte ich anmerken, dass ich mir so gewisse Gedanken darüber gemacht habe, was ich erlebt habe. Und eine Zeit lang dachte ich mir, nee, das ist ja totaler Bullshit, das hast du dir eingebildet, da hat dich wohl irgendwas geritten oder du hast dir das eingebildet, oder das geht nicht ganz klar, das kann doch alles gar nicht sein, denn es ist doch alles, sind doch alles nur Hirngespinste. Aber aufgrund dessen, dass ich, sagen wir mal, bestimmte Videos gesehen habe, denke ich doch, dass ich mir gewisse Geschehnisse nicht eingebildet habe, sondern vielleicht diesen ganzen Dingen auf den Grund gehen sollte. Ich habe das auch immer belächelt und dachte mir, ey, Alter, du bildest dir irgendwas ein, interpretierst viel zu viel rein. Wie gesagt, ich habe circa 2 Jahre in diesem Haus 200 Quadratmeter alleine gelebt. Wie gesagt, im Haus meiner Eltern. Wie im letzten Video hatte ich ja darüber berichtet, dass ein guter Freund von mir auch gesagt hatte, in diesem Haus verschwinden Dinge. Und ich habe mir dabei irgendwie nicht wirklich was gedacht oder dachte mir, okay, ist halt so. Aber wie es scheint, sollte ich mal darüber sprechen und ich möchte auch darüber sprechen, vor allem mit euch. Viele werden sich wahrscheinlich denken, was bist du für ein Spinner? Du interpretierst viel zu viel rein und bei dir ticken ja nicht mehr alle Glocken gleichzeitig. Das dachte ich mir früher eine Zeit lang auch, aber okay. Damit das Video nicht allzu lang wird, komme ich jetzt mal langsam auf den Punkt. Wie gesagt, als Kind hatte ich Angst vor der Dunkelheit, habe ich immer noch. Und ich konnte jahrelang nicht alleine in meinem Zimmer schlafen. Ich habe teilweise bei meinem Bruder auf dem Boden im Schlafsack gepennt, denn ich hatte immer Angst und immer das Gefühl, in der Nacht beobachtet zu werden oder dass irgendwas kommt, um mich zu holen. Das habe ich bis dato wirklich noch niemandem erzählt. Vielleicht, was mir peinlich ist oder peinlich war oder immer noch peinlich ist, es ist seltsam. Darüber spricht man nicht so gerne, weil andere Leute werden dann kommen und dann denken, Digga, du hast doch deinen Vollknall und das bildest du dir ein und du hast einen Dachschaden, geh doch in die Psychiatrie, du dummer Arsch. Wie gesagt, somit circa 10, 11 oder was, habe ich dann regelmäßig alleine geschlafen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann sind meine Eltern nach Kärnten gezogen. Und dann war ich circa 3 Jahre komplett alleine in diesem Haus. Und da hat das dann alles andere Dimensionen angenommen. Also sprich, wenn ich im Wohnzimmer vor dem PC saß, in den Augenwinkeln hat sich was bewegt. Wenn ich mich umgedreht habe, war nichts mehr da. Also, da war nichts mehr. Dann weiters noch diverse Geräusche in der Nacht. Sei es das Klopfen von der Heizung oder andere Geräusche. Klopfgeräusche nicht unbedingt, aber ich hatte immer das Gefühl, beobachtet zu werden. Zwar nicht regelmäßig, aber ab und zu ist das vorgekommen. Und wie gesagt, das war ein riesiges Haus, 200 Quadratmeter, in dem ich alleine gewohnt habe. Ja, ist ziemlich seltsam. Es war dann auch so, dass Freunde von mir, die zu Besuch waren, auch gesagt haben, das ist doch irgendwie ziemlich spooky. Wo ich eigentlich nachträglich sagen kann, durchaus spooky. Und wie gesagt, der Gruselkeller, da habe ich zwar ein paar Mal unten geschlafen, wirklich übernachtet, meine Angst überwunden, aber es war irgendwie
Man hat immer das Gefühl, dass irgendwas da ist. Irgendwas war da, keine Ahnung. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, dass ich eine lange Zeit nicht alleine in meinem Zimmer schlafen konnte, denke ich heute, dass das doch irgendwie, da muss irgendwas gewesen sein. Denn wie sollte es sonst sein? Weil warum? Warum hatte ich so große Angst im Dunkeln? Ich meine, ich habe immer noch Angst im Dunkeln. Aber seit ich aus diesem Haus raus bin, ist das weniger. Aber ich erlebe es auch hier im Haus mit den Bewegungsmeldern. Wie gesagt, meine Nachbarin ist verstorben. Wenn ich in den Keller runtergehe, um, sagen wir mal, Mineralwasser raufzuholen, sind gewisse Bewegungsmelder nicht aktiv, die funktionieren einfach nicht. Deswegen muss ich immer mit der Taschenlampe runterlaufen. Es passiert des Öfteren, dass ich in kompletter Dunkelheit stehe. Deswegen gehe ich nur noch mit Taschenlampe nach unten. Denn ich weiß nicht, funktioniert das jetzt oder nicht. Meistens funktioniert es, aber seit ein paar Monaten funktionieren die Bewegungsmelder nicht mehr. Und wenn ich die Taschenlampe nicht dabei hätte, stehe ich in kompletter Dunkelheit. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass meine Nachbarin, die verstorben ist, das Gebäude bis dato nicht wirklich verlassen hat. Haltet mich für verrückt. Keine Ahnung. Aber okay, ich glaube, das war's mal für heute. Ciao.